Sind diese Spieler wirklich keine richtigen Kerle? Nur ein Haufen von Sensibelchen, gar Bundesliga-untauglich, wie nach dem 2:8 öffentlich behauptet? Wann, wenn nicht heute, muss sich diese Mannschaft gegen solche Vorwürfe wehren? Nicht zuletzt im Interesse des in ihren Reihen unumstrittenen Friedel Rausch. Der baute heute auf einen neuen Abwehrchef. Michael Klinkert vertrat den verletzten Kapitän Patrick Andersen. Würde er seine Abwehr in den Griff kriegen? Eine von vielen Fragen bei den schwarz-weißen Gladbachern. Die Anfangsphase, Ecke Flipsen. Stefan Paslak, über ihn sollte es noch einiges zu erzählen geben. Erneut Ecke Gladbach, Karl-Heinz Flipsen, der Ersatzkapitän, Polster! 1:0 für Gladbach, gerade mal 3 Minuten waren gespielt, Toni Polster. Oh, wie wichtig dieses Tor für die Psyche, für das Selbstvertrauen der Borussia. Der Fehler von Mandecker, Thomsen, Polster und Kapitanovic verpasst auf der Linie. Dieser Toni Polster, der einzige der Neuen in Gladbach, der bisher alle Erwartungen erfüllte. Und Friedel Rausch, ich bin stark genug, diese Mannschaft zu motivieren, hatte er gesagt. Schien zuzutreffen. Und das offensichtlich auch für Karl-Heinz Flipsen. In seiner Rolle als Persona non grata, als unerwünschte Person und als Ersatzkapitän plötzlich hellwach. Er übernahm Verantwortung und ließ sich feiern. Die Wolfsburger, noch in keinem der 44 Bundesligaspiele konnte der VfL einen Rückstand in einen Sieg umwandeln. Unglaublich, aber wahr. Balwans, seit 4 Spielen Libero. Dann Kapitanovic erhielt den Vorzug vor Krüger. Akonor! Der Ausgleich, 1:1, Charles Akonor. Und Grund dafür die Abwehrschwäche. Robert Enke chancenlos, der Fehler, Paslak ließ Kapitanovic laufen. In der Mitte dann verpasste Asanin. Und Wittichek stand ziemlich unbeteiligt herum. Enke machtlos. Also, 1:1 der Ausgleich durch den neuen Publikumsliebling Charles Akonor, den Kapitän der ghanaischen Nationalelf. Zum Genießen Charles und Roy. Aber die Gladbacher immer wieder äußerst anfällig bei Ecken und Flanken. Das wussten die Wölfe und spielten dadurch konsequent über Außen. Greiner, Paslak, Juskowiak. 2:1 für die Gastgeber, die Führung für Wolfsburg, ausgerechnet durch Andrzej Juskowiak, dem Wolfgang Wolf den Vorzug vor Baumgart gab, weil er gegen seine Ex-Kollegen natürlich besonders motiviert war. Aber was für ein katastrophaler Fehler hier von Stefan Paslak. Juskowiak und Enke machtlos. Noch einmal. Greiner. Paslaks ungewollte Einlage, aber was für ein Fehler. Juskowiak, der Nutznießer. Andrzej Juskowiak, letztes Jahr in Gladbach ausgemustert, für untauglich befunden. Späte Rache ist besonders süß. Friedel Rausch, ein Häufchen Elend, sieht wohl besser aus. Lassen ihn seine Stars schon wieder im Stich? Oder aber kann sich der Tabellenletzte doch noch wehren? Jetzt waren natürlich Tugenden gefragt. Die angesprochenen Tugenden, Charakterstärke, Wille, Moral, Karl-Heinz Flipsen, Pettersen, Schneider war mitgelaufen. Naja, wenigstens mal versucht. Mittlerweile 20 Minuten gespielt, der VfL jetzt klar dominieren. Freistoß Greiner, O'Neill, Brian O'Neill vom einzigen Libero zum souveränen Manndecker. Die Gäste aus Gladbach überließen den Niedersachsen jetzt komplett das Mittelfeld. Nichts mehr zu sehen von Flipsen und Co. Präger war das. Akonor, bisher auffälligster Gastgeber, Charles Akonor. Nichts mehr zu spüren vom Gladbacher Anfangselan. Es spielte jetzt nur noch ein Team, die Wölfe. Frank Greiner. Juskowiak verlängert. Präger. Roy Präger.
3:1, sein erstes Bundesliga-Tor seit 1518 Minuten. Er hatte einen besonderen Grund dafür, einen Glücksbringer. Dazu später mehr. Noch einmal, Juskowiak verlängert und Paslak wieder nicht im Bild. Riesenfehler erneut von ihm. Enke machtlos. Die nächste Szene. Was für eine Unsicherheit in der Gladbacher Abwehr. Roy Präger. Chaos, Unordnung, heilloses Durcheinander. Juskowiak. 4:1. Zweites Tor, Doppelpack für den polnischen Nationalspieler im Dress der Wolfsburger. Witticek ohne Worte. Noch einmal. Flipsen, dann der katastrophale Fehler von Enke. Der war natürlich auch nervös jetzt. Präger reagiert. Dieses Chaos, dieses Durcheinander in der Gladbacher Abwehr nicht zu ertragen. Und Friedel Rausch. Fassungslos. Dann war Halbzeit. Stefan Paslak verschuldete 2 Gegentore. Friedel Rausch, was mochte nun in ihm vorgehen? Vor 6 Monaten rettete er hier die Borussia vom Abstieg. Und heute ein erneutes Debakel nach dem Tiefschlag von Leverkusen. Nun, er reagierte. Zweite Halbzeit, Ketteler kam für Paslak. Für wen sonst? Wolfsburg ohne Veränderung. Akonor. Noch einmal. Charles Akonor. Ja, Mann der Stunde beim VfL. Sein Trainer Wolfgang Wolf. Er änderte zuletzt sein zu offensives Spielsystem. Der Erfolg kehrte zurück. Ecke, VfL Wolfsburg, Greiner. O'Neill, drin ist er! Unglaublich, 5:1 für den VfL Wolfsburg. Arme Borussia, eine Mannschaft wurde zerlegt. Armer Robert Enke. Noch einmal, Frank Greiner. Selbst Polster, der hier mit hochsprang, konnte nichts mehr retten. Winhoffs Scheitel zu spät. Friedel Rausch, ein fassungsloser, im Stich gelassener Trainer. Vielleicht hätte er ihn nach dem 2:8 gegen Leverkusen in den Hintern treten müssen. Aber das ist natürlich leicht gesagt. Seine Mannschaft in jedem Falle heute nicht erstligareif, ohne Ordnung, ohne Einstellung, anscheinend auch ohne Hierarchie. Eine chaotische, von allen guten Geistern verlassene Truppe. Roy Präger! Zu 1 durch Roy Präger, zweifacher Torschütze heute durch seine Banane. Noch einmal die Gladbacher Abwehr. Von allen guten Geistern verlassen, Präger reagiert. Ein wunderschönes Tor sicherlich, aber diese Gladbacher, dann ging der freche Roy. 56% der Zweikämpfe hatte er gewonnen, sein erstes Doppelpack, 6 Torschüsse, 2-mal getroffen. Ja, und den Grund, da müssen wir noch ein bisschen warten, das erfahren wir später. 70 Minuten vorbei, Gladbach hatte längst aufgegeben. Eine Mannschaft war, wie gesagt, in sich zusammengebrochen. Widerstandslos, emotionslos, charakterlos. Weiter die Wolfsburger. Akonor. Greiner. Wieder Akonor. 7:1. Unglaublich, dieses Ergebnis. Auch hier sein zweites Tor, das zweite Tor für Charles Akonor. Aber was war seine Freude gegen seine Enttäuschung? Er tat mir tierisch leid, Robert Enke. Reiners Flanke lange unterwegs. Und dann gegen die Laufrichtung von Enke. Keine Chance. Die Gladbacher Bank, Entsetzen bei Manager Rüssmann. Und schauen Sie gleich mal genau hin. Hinter dem Po des Gladbacher Spielers klatscht Rausch, hämisch Beifall, der Tiefpunkt. 1:7 aus seiner Sicht. Was würde mit Friedel Rausch passieren? Aber noch war nicht Schluss. Pettersen. Sopic. Foul von Krüger an Pettersen. Noch einmal Freistoß für die demoralisierten Gladbacher.
Toni Polster. Polster! Es klappte halt gar nichts mehr. Auch er konnte den 7:1 Kantersieg nicht mehr verhindern. Es war erneut ein Debakel für Borussia Mönchengladbach. Fabian Grewe, bitte.